Buongiorno, buongiorno a tutti. Voglio dare un caloroso benvenuto alla cancelliera Angela Merkel. Ritengo di particolare rilievo e di grande valore il suo gesto di scegliere il Parlamento europeo per il suo primo atto formale da presidente di turno dell'Unione europea. Siamo alla vigilia, come sapete, di appuntamenti importanti che non possiamo fallire. Guardano a noi milioni e milioni di cittadine e cittadini europei che hanno sofferto, che stanno soffrendo per le gravi conseguenze della pandemia. Nulla può tornare come prima, ma soprattutto nessuno deve essere lasciato indietro. Questa è l'occasione per le nostre istituzioni di tornare a essere quello per cui sono nate, un bene comune degli europei. Per questo stanno per essere messi in campo strumenti poderosi, il bilancio pluriennale dell'Unione, il Next Generation Fund per aiutare la ricostruzione su basi economiche e sociali robuste. Per il Parlamento la proposta della Commissione europea non è un punto di arrivo, ma è il punto di partenza per trovare delle soluzioni adeguate. Noi combatteremo per il successo di questa proposta con tutti i mezzi a nostra disposizione. La Germania ha capito bene l'importanza della solidarietà europea, per questo siamo sicuri che sotto la sua leadership il Consiglio saprà rispondere alle sfide che abbiamo davanti a noi. Le priorità della presidenza tedesca, che lei illustrerà tra poco in Parlamento, vanno nella direzione giusta. Abbiamo e sentiamo tutti la necessità di camminare insieme per la ripresa europea. Ja, sehr geehrter Herr Präsident des Europäischen Parlaments, lieber David Sassoli. Ich freue mich, dass meine erste Auslandsreise nach Ausbruch der Pandemie mich nach Brüssel und dabei ins Europäische Parlament führt, wo ich heute die Schwerpunkte der deutschen Ratspräsidentschaft vorstellen kann. Natürlich hat uns vor Corona eine andere Präsidentschaft vorgestellt und wie Sie es auch eben gesagt haben, die Menschen sind noch unter dem Einfluss dieser Pandemie. Es sind viele, viele Menschen gestorben. Wir denken an die Opfer, aber wir arbeiten auch für die Zukunft. Und deshalb hat sich Deutschland das Motto gegeben, gemeinsam Europa wieder stark machen. Und die Schwerpunkte der Präsidentschaft werde ich heute vorstellen. Wir sind während dieser Präsidentschaft auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament angewiesen und wollen die auch pflegen, deshalb heute auch dieser Besuch. Es geht in der Zeit der nächsten Monate um die große Aufgabe, uns um die Eindämmung der Pandemie zu bemühen, die Folgen zu bewältigen. Das sind gesundheitliche Folgen, das sind soziale Folgen, das sind ökonomische Folgen. Und dazu brauchen wir natürlich Einigung für die Instrumente. Das ist einmal Verlässlichkeit für den mehrjährigen Finanzrahmen, aber auch der Aufbaufonds, denn wir stehen vor einer nicht gekannten Situation des wirtschaftlichen Einbruchs, der Sorge um Arbeitsplätze und hierauf muss die richtige Antwort gefunden werden. Dabei müssen der Europäische Rat, der muss erst einmal zu einem Ergebnis kommen und da müssen wir eng mit dem Parlament zusammenarbeiten. Aber die Finanzen werden auch nicht das einzige Thema in unserer Ratspräsidentschaft sein, sondern es geht um Migration, es geht um Rechtsstaatlichkeit und es geht natürlich vor allen Dingen auch um zwei große Aufgaben, die uns in die Zukunft führen, die den Wandel unserer Wirtschaft auch und unseres Arbeitens deutlich machen. Das ist einmal der Klimawandel und das ist zum anderen die Digitalisierung und die Erarbeitung eines digitalen Binnenmarktes. Wir wollen bei der Digitalisierung souveräner werden und wir wollen in Zeiten der Krise natürlich auch die große Aufgabe des Wandels nicht etwa vergessen, sondern die Weichen für die Zukunft stellen. Das heißt, das Geld, was wir jetzt für den Wiederaufbau wollen, das wird nicht einfach investiert, um wieder hinzukommen, wo wir waren, sondern um auch einen Schritt in die Zukunft zu gehen. Ich glaube, es wird eine gute Zusammenarbeit werden, jedenfalls nachdem, wie wir uns bisher immer kennengelernt haben. Ich habe ja auch zu Beginn über Videokonferenz mit den Vorsitzenden der Fraktionen gesprochen und ich freue mich jetzt auf unseren persönlichen Austausch und dann auf meine Rede und die Diskussion im Europäischen Parlament. Grazie.
Welches Foto? Ein Foto. Gut. Sono lì, ma se uno pratica il Zen, il Zen è di te.